macht ja auch noch. Nein, machen um 11 zu, ich muss nach Hause. Ja, also irgendwann nach Cruise dann von mir aus, aber ich werde halt nicht ewig bleiben können. Was, bis zum Ende, aber ich werde bis nach 11 geht. Und ja, dann warten wir halt, bis Cruise vorbei ist. Aber wieder weiß, mit dem Mute King. Gleiche Matchup schon wieder. Ja. Das ist halt Berlin. Berlin mit Mars halt. Ja, die haben überhaupt keine Weekies, überhaupt Events mehr in Leipzig. Ich hatte ja schon mal überlegt, da einzugehen, wenn die Szene jetzt so gecancelt wird. Das ist Spaß. Hat sich ja sogar, mit dem RB nach Wittenberg fahren und dann von da mit der S-Bahn nach Leipzig. Ziemlich günstig. Weil damals die Hertha-Fans zu Red Bull Leipzig gefahren sind. Das ist so eine bescheuerte Verteilung in Berlin. Wir haben nicht mal Fox, das ist nur das Matchup mehr. Ja, die Foxes kommen einfach nicht. Die ganzen Ballons von wegen Fox ist der beste Geldjunge Charakter. Wir haben Geldjunge, den Mondkönig, Iffi, Kahn. Kommen nur alle. Wir haben genug Leute, die kommen alle nicht. Ja, aber der könnte auch noch kommen. Ich muss da kein Geld reinstecken. Lass es. Naja, die kamen ja eigentlich auch da. Eben. Außer mich, aber ich bin halt nicht so. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das gespielt habe. Ich habe eigentlich nicht so viel Bock mehr auf die Gemeinde. Ebenso. Also kurze da. Die Matchups sind halt scheiße. Aber kurze Top. Kannst du schon den ganzen Gimmick Bullshit, den keiner macht. Sowas musst du üben, dann kommst du dir cooler vor. Das ist halt das Problem. Zum Beispiel, ich hab dir doch erzählt von No Impact, Night of Stadium und so, und wie das so Zeug wäre, was ich üben würde. Ich übe immer gerne so ein Zeug, einfach weil es Spaß macht, das zu machen, was man nicht immer mehr einander sieht. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber es ist cool. Ja, das ist ein bisschen schicks Movement und so geil. Das ist einfach so ein bisschen ganz schön geil. Das ist aber wirklich gut werden, wenn wir schick. Ich mag halt nicht so das exzessive auf High Reward und so Risk Spiel. Ich mach halt zum Beispiel kaum so die ganze Zeit Gimps. Damit Sheik halt kapitativ ist gegen Fox, muss ja nicht die ganze Zeit Gimps. Das macht halt nicht so viel Spaß. Ich versuche halt mit Sheik so schnell wie möglich zu sein. Das macht halt dann ja, genau. Spaß. Ja, genau. Das macht richtig Spaß. Da muss halt richtig krank sein oder drei Tage. Ich finde, man sollte lieber versuchen, kreativ zu sein als schnell. Wenn man schnell ich versuche halt beides. Man irgendwann auch immer nur das Gleiche, weil man seine Muskel also darauf vertraut. Ja, ich muss auch mal gucken, ob ich spielen kann. Ja, also ich meine, es ist halt schneller, ist ja wirklich kreativ sein. Ich kann aber die ganze Zeit. Halt, man muss halt auch schnell kreativ sein. Ja, ich muss die ganze Zeit auf Plattform, Schildkröte auf sowas. Ich gehe halt eigentlich so wie nie auf so Gimmick. Es gibt halt Leute, die spielen halt nur auf Edge Guards, nur auf Rauschmelze und sowas. Tech Chasing und sowas. Finde ich ganz lustig, aber ich bin halt schlecht. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wie die Leute da überhaupt reagieren sollen. Aber also was mir halt enorm hilft, ist halt wirklich, okay, stimmt schon, wie ein Minispiel, was halt ein geiler Modus im Kopf hat, sagen wir jetzt. Gott, hör auf mit dem! Das ist halt nur noch vier Sachen, die er machen kann. Und dann eigentlich nur Hardcore, diese Kontrolle anregen. Irgendwie, das kommt einfach mal so unreagierbar vor. Ja, aber Top-Spiele kriegen es ja auch irgendwie hin. Das gibt es dann Trick oder so. Ich habe schon
gelesen. Du musst die Animation merken. Ja, aber es ist deutlich besser geworden, als ich angefangen habe. Dieses Powder, was Fox und Falco macht, als ich hier gesehen habe. Das ist der erste Frame, den du unterscheiden kannst. Nach links rollen, klickst du dich aber nach links, nach rechts rollen, klickst du nach rechts. Attack und Place machen, das schwierigste für Schnitzel. Wir machen so ein V, Split in der Beine. Also Y besser gesagt, das mit dem Körper und Y. Wenn du auf dieses Y achtest, dann wirst du viel besser an Attack and Place zu kommen. Echt? Das war probiert. Das ist buchstäblich der erste Frame, in dem sich die alle drei Animationen unterscheiden. Das Kira-Video hast du bestimmt auch gesehen. Das Kira-Video hast du bestimmt auch gesehen. Ich mag das mit den Upsmash. Das ist halt selbstverständlich, dass das zu schwierig ist. Ja. Hast du gewonnen? Musst du gegen Winner von den beiden? Du musst gegen VK machen. Echt jetzt? Ja. Ja, geil. Ey, und ich hab's gegen. Da ist gerade vorne. Okay. Und wie war sein Marv? Hast du einen Marv gespielt? Nee, der hat das ganze Turnier Marv gespielt. Dann ist ja gut, dass du gewonnen hast. Ja. Du musst ihm zeigen, was. Genau. Das ist der falsche Fall. Jetzt sieht das ja überhaupt nicht, dass ich gesagt habe. Machst du was miteinander? Noch bist du, glaube ich, erst fünf. Nein, jetzt bist du vier. Du bist recht. Stimmt, hast du 3 Euro gewonnen. Let's go. Hey, dann hast du nichts bezahlt. Ich hab 2 Euro dabei. Dann lass du das wieder mit 3 Euro bezahlen. Frankreich schließt am Montag alle Kita-Schulen und dann auch schon. Let's go. Nein, das wäre die modernsten Kaufen sind. Dangi hat ein neues Video hochgeladen. Covid-19 Safety Video. Das ist gar kein Problem. Oh Mann, ich habe was richtig Sickes gegen Karun gemacht. Mit Young Link, aber es war auch kein Slippy Summer. Ja, Karun hat so ein Little Meat mit richtig gehalten. Und dann wollte ich erst mich von hinten und dann trifft es mich auf einmal. Tötet mich. Nice. Das wollte ich auch gespeichert haben, aber es war leider gekippt. Das war so random. Es hat sich gegen Karun ein wenig ausgezahlt, dass ich Triple Back Air screamt habe. Ich meine Triple Ariats. Westin nochmal, nein! Also trotzdem resten sollen. Frozen Knight nach Berlin, um dann Marv zu spielen. Er muss doch wissen, dass das eine schlechte Idee ist. Nee, der wollte ja eigentlich am Samstag. Das ist ja wegen Samstag. Ja, trotzdem. Das schätze mal, er wird nicht extra sein. Und dann so, ach, ich sehe auch. Warte, gegen wen nimmt er denn Frozen Knight? Was hittest du auch gegen Dennis? Ja, so Dennis. Ich hab den BK, der hat gegen 2 Kurs verloren. Nee. VK. Oh mein Dennis hat auch. Hat er so selber gegen VK gespielt? Ey, das muss man ändern. Da fehlt ein Kommando. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt. Ja eben. Ich weiß nicht, ob das noch Rippen haben. Ja eben. Das muss man ändern. Naja, weil das halt ein Ausgleich hat. Ich könnte die einfach nur die Anführungszeichen wegnehmen. So. Eigentlich wollte ich auch gestern das Video, Slippy Combo Video hochladen, aber da ist eh ja heute das letzte Mal, mache ich das auch noch weiter. Da gibt's ja. Ja.
machst extra eins von letzter und dieser Woche. Und machst dafür die Filter weniger. Er hat nicht verloren, oder? Doch, der hat gegen Arthur. Ja, natürlich, Arthur. 3-2. Ich meine, gegen Arthur verlieren ist ja jetzt auch kein Schaden. Das war ja auch knapp. Ah, ich hasse ihn auch. Vielleicht ist sie auch Haftentum. Oder Winners-Fight. Ja, erst Winners-Fight, oder? Winners-Fight.